Hätten sie gewusst, was mit ihren Briefen passiert, dann hätten sich die Bewohner von Lostau und Hohenwarte den Gang zum Briefkasten auch gleich sparen können. Denn ihre Post ist nicht im Kasten gelandet, sondern irgendwo im Gebüsch. Unsere Regionalbereichsbeamten haben ca. 300 Briefe und Katalogsendungen gefunden. Die müssen den Umständen nach schon einige Zeit, 1 bis 2 Wochen dort gelegen haben. Etwa 8 Kilometer entfernt von den eigentlichen Bestimmungsorten lagen die Briefe am Waldrand von Möser. Und das regt alle auf, die vergeblich zum Briefkasten gegangen sind. Und zwar so richtig. Ich finde das unerhört. Ich warte auch auf Post und die kann ja auch dabei sein. Es ist schon krass sowas, wenn man sowas hört. Ja. Also eine Frechheit, sondern das Gleiche. Ja. So was gibt's nicht. Und es ist natürlich auch ärgerlich, in der Vorweihnachtszeit, wo ja durchaus Leute auf Post hoffen und auf Briefe warten von Angehörigen. Also insofern sind wir schon froh, die Sendung gefunden zu haben. Eine Angelegenheit, für die sich die Deutsche Post ausdrücklich bei ihren Kunden entschuldigt. Die sichergestellten Briefe und Infopostsendungen werden sehr zeitnah an ihre Empfänger ausgeliefert. Doch wer legt die Post, die eigentlich im Ort ausgetragen werden soll, ganz dreist in der Wildnis ab? Die geprellten Empfänger haben den Briefträger im Verdacht. Zu faul, seine Arbeit zu machen. Ja? Und schmeißt einfach weg, wo gibt's denn sowas? Und der hat keine Lust gehabt. Da kann man doch nicht mal mehr der Post trauen, ja? Dass da auch sowas passiert. Weiß nicht, bin erschüttert, dass sowas vorkommt. Die Deutsche Post hat den Briefzusteller offensichtlich schon als mutmaßlichen Briefwegwerfer überführt und hat ganz schnell reagiert. Wir haben sofort arbeitsrechtliche Konsequenzen gezogen. Der betreffende Zusteller ist bereits nicht mehr im Unternehmen tätig. Es handelt sich dabei um einen Verstoß gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis gemäß § 206 StGB und ist strafbewehrt, beginnt mit einer Geldstrafe mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Im Laufe der Woche müssten die Bürger von Lostau und Hohenwarte endlich die verspätete Post in ihren Briefkästen haben. Nur für den Zusteller mit seiner eigenwilligen Postverteiltechnik ist die Sache damit wohl noch nicht ausgestanden.